Ja, die Aufnahme wurde begonnen und da sind wir dann auch schon wieder bei einer weiteren Folge Let's Play Mafia. Wir sind jetzt in einer, was weiß ich, welche Folge. Ich glaube, in der vierten dürfte es mittlerweile sein. Hinten ist keiner. Schade. Ja, in der letzten Folge haben wir Morello aufgemischt und haben Schutzgeld eingetrieben. Morello hat wieder uns dazwischen gefunkt und ja. Tut mir leid, Tom, ich bin echt beschäftigt. Ist richtig. Genau. Haben dann Morello aufgemischt, haben unsere Kohle wiedergeholt und jetzt ist unser Auftrag, dass wir doch bitte einen Rennwagen holen sollen, den sabotieren lassen sollen, weil der von Europäer ist und verdammt gut sein soll. Die Teile werden dann wahrscheinlich in den eingebaut, auf den Mr. Seri gewettet hat. Und das Ganze natürlich auch in einem gewissen Zeitfenster. Das ist Zeitfenster. Zeitfenster. Jetzt sollen wir natürlich noch mit Ralphie Hey reden. Ralphie, weißt du was Genaues über Machen wir. diesen Job? Sicher, Tommy. Du musst zur Rennstrecke fahren und dir den Wagen dort ausbauen. Mein Freund Bobby arbeitet dort. Geh hinten rum und auf dem Weg ist das Torhaus. Sag Bobby, dass Ralf dich geschickt hat. Dann führt er dich zum Wagen. Das ist mit ihm so ausgemacht. Und dann? Du musst ihn nur in die Werkstatt von meinem Freund Lukas Bertone bringen. Die ist in Newark unter der Giuliani Bridge. Werden sich ansehen und ein wenig dran rumschrauben. Dann bringst du ihn wieder zurück. Sollte ein Kinderspiel sein. Aber du musst vor 1:15 Uhr fertig sein. Dann wechseln die Wachen und könnten bemerken, dass jemand in der Nacht mit dem Wagen gefahren ist. Da darf nicht der kleinste Kratzer dran sein. Und geh den Bullen aus dem Weg, die dürfen dich nicht erwischen. Und wie komme ich dahin? Hui, warm. Zu dumm gewesen. Also ich habe hier was Neues. War keine große Sache, einen mitgehen zu lassen. Hier, steck einfach einen Draht hier rein, dreh ein bisschen und du kommst rein, wo du diese beiden Kabel verbinden musst. Kabel, Zentralverriegelung. Ja, das dürfte kein Problem sein. Danke, Ralfi. Und spar bloß nicht am Benzin, Tom. Oh mein Gott, war der schlecht. Ja, die Katze im Hintergrund, ne? Gibt's ein Ladescreen? Und auf geht's. Habe ich erwähnt, dass ich das Spiel schön finde? Ich glaube ja, oder? Ach du Kacke. Ja, da lang. Ich find's doof, dass da links oben die Karte nicht angezeigt wird. Wie damals auf PlayStation und Xbox, sondern dass du halt da nur die Fahrzeuge drauf hast. Ich meine mal, man hätte es auch so machen können, dass man Fahrzeuge und Karte darauf anzeigt. Wäre um einiges besser gewesen in meinen Augen. Aber naja. So. Komm mal, Taxi. Wir haben noch eine Wendeschleife. Alles klar. Der Schild halt einfach mal auf der Tonne drauf. Hinter zur Rennstrecke. Wir müssen uns natürlich beeilen, weil das ist ziemlich Zeitdruck, die Mission. Das weiß ich noch. Und Bullen
zu treffen wäre auch nicht gerade so geil. Aber danach sind hier bei der Mission zum Glück ganz, ganz wenig unterwegs. Dann kommen noch die ganzen Zwischensequenzen. Nicht auf der Karte. Sie müssen Ralfs Freund sein. Das stimmt. Okay, wir nehmen Ihren Wagen. Mhm. Kann mich gar nicht daran erinnern, dass man aussteigen musste. Da rein und rüber zur Werkstatt. Okay, wir sind da, Kumpel. Los jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Ach, Quatsch. Ich bin die ganze Zeit so übel leise. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich aufnehme. Kriege ich den Wagen jetzt? Okay, ist es der? Ja, Kumpel, aber da steht ein einziger Wagen drin. Keinen Kratzer abkriegen und geh den Bullen aus dem Weg. Die Karre ist echt auffällig. Stimmt. In ungefähr einer halben Stunde kommt die zweite Wache. Bis dahin musst du zurück sein, Kumpel. Und sei vorsichtig, die Karre geht gut ab, ist vielleicht der schnellste Wagen der Welt, wer weiß. Klar, Bobby, kein Problem. Das schaffe ich in einer halben Stunde. Oh, wenn wir weniger rumquatschen würden, was schaffen wir. So, jetzt wird's laut. Licht hat die Kiste auch nicht. Die Kiste musst du tierisch aufpassen. Aber es ist ein Auto, was 150 schafft, ne? Ha! Lauf! Schön, wie man noch jeden einzelnen Fleck hier noch von erkennt. Man weiß halt echt, wo man war, was man hier gemacht hat. Also wie bei GTA San Andreas, das ist halt irgendwie so eine Art Zuhause geworden. Meine Fresse, jetzt hier auf zu rutschen. Außerdem ist das Einzige, was ein bisschen schön ist, der Sound der Kiste, aber die Teile haben sich wahrscheinlich damals wirklich so angehört. Noch gar nicht wissen, was da für Motoren unten drunter sind. 65.
Jawohl. Schieb ihn erstmal weg. Kein Ding. Könnte lustig werden. Hier geht jeder Wagen in die Knie, Alter. Oh mein Gott, hier will sich einer umbringen. Schon. Ich bin immer gespannt. Hallo, Sie kommen von Mr. Salieri, stimmt's? Ich bin Lucas Bertone. Ich bin Tom. Man sagt, Sie können diesem Monster seinen Biss nehmen. Ich denke schon. Dann machen Sie sich mal an die Arbeit. Wir haben nur noch 27 Minuten. Ah, das ist nicht viel Zeit. Mal sehen, was ich tun kann. Sie können sich ein wenig ausruhen. Ist euch mal aufgefallen, dass sie nie blinzeln? Krass, oder? Hey, wie sieht's aus da drin? Bin gerade fertig. Sie können los. Ja, aber Sie müssen sich beeilen. Er fährt nicht mehr ganz so gut wie auf der Hinfahrt. Danke. Mr. Salieri weiß Ihre Arbeit zu schätzen. Sicher, richten Sie meine Grüße aus. Sollte er mal wieder etwas brauchen, würde ich ihm sehr gerne helfen. Habe auch auf seinen Fahrer gewettet. Wunderbar. Jetzt raus hier. Dass er nicht mehr so aktiv am Gas hängt. Die Lenkung ist nicht mehr so geil. Zack, erst Ofen gebaut, läuft. Oh. Hier nochmal die Szene, wo sich einen umbringen möchte. Auch so eine Kleinigkeit sind halt immer schön mit anzusehen, finde ich. So, dann müssen wir jetzt hier schon rechts rein. Ja. Duftstoff Eisenbahn. Und Straßenbahn. Joppa. Kein einziger Polizist unterwegs. Das ist echt Töfte. Sagt man das heute überhaupt noch Töfte? Weiß keiner. Hey. Ah. Wird das auch komplett retarded? Wir haben nicht mehr viel Zeit und dieser Schlenker hätte nicht sein müssen. Warum bin ich jetzt nicht genau gleich links gefahren? Was ist denn... Jetzt mal ehrlich. Wie bescheuert bin ich? Bin die
wir schrecken jetzt mal ein bisschen. Und jetzt können wir Vollstoff geben. Interessieren. Das Problem hatte ich damals auch. Auf der Rückfahrt ist die Kiste so schnell ausgebrochen. Das war richtig assi. So. Jetzt wird's klar, ha? Ah, wir sind ja doch da. Also von daher läuft das schon. Eingestellt. Du hast es also geschafft, Kumpel. Und der Wagen hat nicht einen Kratzer. Danke, Bobby. Das war wirklich der schnellste Wagen der Welt. Ein Glück, dass du es geschafft hast. Ich habe auch auf den Wagen vom Don gewettet. Das haben anscheinend alle. Ich habe drauf gewettet, wie fast jeder in meiner Nachbarschaft. Schätze, der Fahrer ist auch ziemlich wichtig. Klar, naja, ich will dich nicht aufhalten. Gute Nacht. Bis dann, Bobby. Danke für die Hilfe. Fahr zurück zu Salieri. Dass ich ihn nicht mitnehmen soll nach vorne, wundert mich. Naja. Winke, winke. Traco. Ist das nicht eine Kippenfirma? Ich glaube schon. Also da im Spiel. Ja, gibt's ja nicht. Aber die Rennstrecke ist cool. Must have Racing. Was auch immer. Mir fehlt die Musik, verdammt nochmal. Merken. Kurve mit einem normalen Auto. Böse. So nervig, das mit Tastatur zu spielen. Und die ganze Zeit Spiele spielt, mit die man mit Joystick zocken konnte. Was wir auch definitiv bei Mafia 2 machen werden. Ja, das werde ich definitiv mit Joystick spielen. Und nicht mit Tastatur. Weil sie es damit einfach dann viel, viel geiler fährt. So, wir nehmen es ab. Zeitdruck mehr. Autsch, das war mein Licht. Nur noch ein Licht, Manu. Will aber nicht nur ein Licht haben. Voll gemein. Lass suchen. Sowas ist nicht witzig. Doch ist es. Ach man. Ich weiß nicht, über was ich reden soll. So eine Stelle im Let's Play ist scheiße. Was mich auch mal interessieren würde, was das für ein Typ ist, der die Kiste fahren soll. Und vor allen Dingen, wie läuft das alles ab? Ich meine, mal heute kennt man die Rennen, ja, gib ihm Go und so. Ja, damals. Ist bestimmt mal geil gewesen, so ein Rennen mit alten Fahrzeugen zu sehen. Die Teile heute, die sind ja wirklich übermenschlich. Und die damals, die haben wahrscheinlich auch so 100 PS gehabt oder so. Mehr wahrscheinlich nicht. Und haben auch wenigstens noch einen satten Sound unter der Haube. Das wäre mal interessant, wenn man irgendwie so eine Oldschool-Runde nochmal machen könnte. So. Das würde ich irgendwie feiern. So, wir stellen uns hier hin. Machen das Ding aus. Klappe zu, Affe tot. Und zack. Neues Auto in der Werkstatt. Ist aber schön. Hey, Luigi. Hey, Tommy. Wo sind denn alle? Auf der Rennstrecke. Du bist spät dran. Ich musste nach dem Job letzte Nacht etwas Schlaf nachholen. Klar. Hallo? Ja.
Sir, er ist gerade gekommen. Sicher. Es ist für dich, Tom. Hallo? Tom, hier ist Frank. Du warst große Klasse gestern, aber jetzt brauchen wir wieder deine Hilfe. Komm sofort rüber zur Rennstrecke. Irgendein Schläger hat dem Typ, der das Rennen gewinnen sollte, den Arm gebrochen. Vielleicht ist es kein Zufall. Aber egal, du musst das Rennen fahren. Aber Frank, ich... Tom, das Rennen beginnt in einer halben Stunde. Und ich habe keine Zeit mehr, jemandem das Fahren beizubringen. Verdammt, Tom, hier geht es um jede Menge Geld. Ich hoffe, du verstehst das. Okay. Frank, aber... Ich erwarte dich also in ein paar Minuten hier an der Rennstrecke. Du siehst nicht gerade begeistert aus. Das bin ich auch nicht. Fahr zur Rennstrecke und finde Frank. Natürlich machen wir das. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Minuten wir jetzt schon sind. Ich fahre jetzt noch zur Rennstrecke und dann können wir ja mal gucken. Ne? Da gucken wir mal. Aber erstmal die Ansicht anpassen. So. Wir haben jetzt ein paar Minuten Zeit drin, dazu prügeln. Das ist eine Mission, die ist ziemlich heavy. Jetzt habe ich hier vor mir noch die Bullen oder was? Nur noch super. Guck mal, ich kann alle Kinzig abschalten. Wenn ihr da vorne voll in die Plätze geht, ist vorbei. So. Normalerweise fährst du so. Mindestens. Naja. Was haben wir da? Wahrscheinlich ein Puff. Los geht's. Ganz böse. Ja, gut. Aber die Schranke ist wenigstens offen. Zwar hängt die voll auf 4:30, aber okay. Die Textur flackert, aber okay. Und wir haben sogar noch einen zweiten Kaffee zu trinken. Ist ja schön. So. Allerdings werde ich jetzt mal hier schon stehen bleiben. Wir sehen hier, wir sind auf der Rennstrecke. Wie es aber allerdings weitergeht und was man denn jetzt hier alles machen kann, wie das Rennen ausgehen wird, was wir jetzt genau machen müssen, weiß keiner. Wird Sayiri das Geld behalten oder nicht? Was müssen wir hier machen? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, bleibt da geil und tschö. Mit Öl.